Ja, guten Morgen an alle die, die auch zu früh aufgestanden sind heute. Wir haben erst 9:29 Uhr, trotzdem ist die virtuelle Bettasse Ungarns schon da. Ja, eine Minute früher als sonst. Geht ja auch mal. Ich habe gesehen, heute Morgen war der Nico zuerst hier unter den Kommentaren bei Facebook. Guten Morgen. Ja, ich begrüße euch alle mit natürlich einer leckeren Tasse Kaffee. Heute Morgen an dem wohl größten Kaffeetisch der Welt. Kaffeerundentisch der Welt. Genau. So, liebe Ungarn-Fans, jawohl, ich bin heute doch nochmal da. Normal wollte ich ja heute Morgen dann schon unterwegs sein, bin aber gleich jetzt unterwegs und melde mich dann heute Mittag nochmal von der Grenze von Ungarn in Richtung Österreich, um euch einen kleinen Überblick zu geben, wie es denn nun ist jetzt seit heute Nacht. Ja, da ist ja jetzt heute neue Regelung der Einreise in Richtung Österreich und da gucke ich mir heute Mittag dann mal an, bevor ich dann weiterfahre nach Deutschland. Jawohl. So, ja, wie fangen wir an? Genau, ich nehme erstmal einen Schluck Kaffee. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir folgende Reihenfolge. Machen wir eigentlich so wie immer. Können wir anfangen, ne? 9:30 Uhr, genau. Wir schauen uns kurz an, wie es mit den Zahlen aussieht. Muss ich jetzt mal eben hier meine Studio entsprechend rüsten. So, ich bin heute ein bisschen zu früh da gewesen und gewisse Sachen habe ich hier noch nicht geordnet. So, jetzt aber. Jetzt geht's los. Schauen wir uns an, wie die Situation heute Morgen in Ungarn aussieht. Und zwar haben wir heute Morgen plus 633 Neuinfektionen und positiv getestete Personen in Ungarn. Das macht eine Gesamtzahl innerhalb der Pandemie von 799.588 aus. Ja, ein Blick auf die Todesopfer. Heute sind plus 52 hier aufgelistet und die Gesamttodesopfer innerhalb der Pandemie in Ungarn steigt somit auf 29.329 Menschen. Die Situation im Krankenhaus stellt sich heute wie folgt dar. Das sind 1.908 Menschen, die stationär behandelt werden im Krankenhaus. Beatmet werden derzeit noch 224. So, und dann schauen wir uns die häusliche Quarantäne noch hiermit an. Die liegt heute bei 16.027 Menschen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Und auch der Blick auf die Impfungen jetzt hier geimpft sind 4.790.906, nee, 4.790.496 Menschen der ersten Impfung geimpft und die Zweitimpfung 2.774.416. So, meine Güte, so viel Zahlen auf einmal immer. Ja, ihr seht, das ist die aktuelle Situation heute Morgen von der Regierung veröffentlicht, die offiziellen Zahlen. Ja, und dann schauen wir uns noch den Kurs an. Meine Güte, da sind wir jetzt heute schon bei 350 runtergerutscht. Der Forint für den Euro, 350 Forint, also Mittelkurs derzeit am heutigen Tag in dieser Woche. Ja, da ist einiges runtergepurzelt hier, ne? Von, ich glaube, 362 haben wir begonnen in den letzten Tagen. Jetzt auf 350. So, ich würde sagen, ein Blick nach rechts. Moin, moin, bei 29 Grad in der Sonne, schreibt der Norbert hier. Wo ist denn der Norbert, wo 29 Grad heute Morgen sind? Unglaublich. Gut, ja, News. News gibt es heute natürlich auch von mir noch. Ja, eine News, worüber spricht Ungarn heute? Der Notstand. Der Notstand ist noch einmal verlängert worden bis zum Herbst jetzt. Das heißt aber nicht, dass die Maßnahmen jetzt schon verlängert worden sind, sondern es gilt nur um dieses Dekret, um diese Notstandsverlängerung. Das heißt, dass die Regierung schnell und unkompliziert handeln kann. Das hat man jetzt bis zum Herbst noch mal verlängert. Aber wie gesagt, das betrifft weder eine Grenzöffnung noch sonstige Lockerungsmaßnahmen oder andere Maßnahmen. Das darf man also nicht verwechseln. Ja, mit 128 Ja-Stimmen und 57 Nein-Stimmen ist es dann letztendlich dazu gekommen, dass dieser Notstand verlängert worden ist. Die Opposition hatte vorher schon angekündigt, dass sie das nicht mitmachen wollen, weil sie hier sagen, dieser Notstand wird im Prinzip genutzt, um gewisse andere Dinge
von der Regierungspartei auszunutzen, etc. pp. Da gab es vorher ein bisschen Streit, ja, wie auch immer, ja. Und jetzt ist es aber letztendlich mit 128 Ja-Stimmen beschlossene Sache. Das, wie gesagt, dazu, das ist also ein Ding, was heute Morgen natürlich durch Ungarn rund geht. Ja, da diskutiert man natürlich drüber, da spricht man natürlich drüber. Und man wartet natürlich jetzt auch auf die Aussage, wie geht es denn weiter? Erstmal, wenn die 5 Millionen Impfzahl geknackt ist. Und zweitens natürlich auch, weil bis zum 23.05. ja die Regelung der Grenzen im Prinzip besteht noch. Das heißt also, die Grenzschließung ja bis dahin beschlossen ist. Und viele fragen sich natürlich jetzt, wie geht's da weiter? Wird die Grenze geöffnet? Ja oder nein? Wenn ja, wie? Und da erwarten wir eigentlich morgen durch den Kanzleramtsminister oder aber dann am Freitag durch Viktor Orban eine Information beziehungsweise den Beschluss dieser ganzen Sache dann, wie der Krisenstab das dann letztendlich wertet und dann im Prinzip sagt, okay, ein Go, eine Grenze kann geöffnet werden, wenn, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So, genau, darauf warten wir, informieren wir euch natürlich dann auch umgehend, wenn es dann soweit ist. Der Papst kommt und jetzt ist es klar, er wird vom 5. bis zum 12. findet ja der Eucharistische Kongress in Ungarn statt und der Papst wird am letzten Tag im September dann, also am 12. dann die Heilige Messe, die Abschiedsmesse am Heldenplatz durchführen und es wird ihn begleiten, ein Chor mit 2000 Sängern und das 120-köpfige Orchester. Und da werden mit Sicherheit eine Menge Menschen da sein, um diese Messe, diese Abschiedsmesse dann am Heldenplatz dann mitzuerleben. Das, wie gesagt, am 5. bis 12. September findet dieser Kongress ja statt und dann am 12. die Abschiedsmesse mit dem Papst in Ungarn. Das steht jetzt auch schon fest. Ja, was haben wir sonst noch? Die Zahlen gehen zurück. Wir sehen das immer wieder. Das pendelt so ein bisschen da. Aber allgemein sind die Infektionszahlen in Ungarn ja dann doch weiter runtergesunken. Aber ein Komitat macht so ein bisschen Sorgen. Und zwar in Komárom Esztergom. Da steigen die Zahlen komischerweise auf einmal dramatisch an. 21% mehr Infektionen als in der Vorwoche und 37% mehr als in Mitte April. Da fragt man jetzt, warum ist das so? Der Sache versucht man da auf den Grund zu gehen. Derzeit äußert sich das Gesundheitsamt noch nicht, warum diese Zahl da so gestiegen ist jetzt in der letzten Woche. Und auch auf die Anfrage bezüglich dieser indischen Mutantenvariante hat das Gesundheitsamt auch noch keine Informationen gegeben, ob es hier eventuell dann schon ein Auftreten in Ungarn darüber gibt. So, darüber sprechen auch heute Morgen die ungarischen Medien. Ja, viele haben gefragt, die Frage immer wieder, Mensch, darf ich denn überhaupt einen Strand besuchen ohne Impfausweis, ohne Immunausweis? Und jetzt hat heute Morgen Schiofock den Anfang gemacht hier und hat gesagt, nein, das braucht ihr nicht. Wenn ihr auf einen bezahlten Strand geht, dann braucht ihr keinen Schutzausweis und auch die Maske dürft ihr abnehmen, wenn ihr ein Sonnenbad nehmt. So steht es heute Morgen oder so hat es Schiofock heute Morgen angekündigt. Und ich gehe davon jetzt aus, dass auch die anderen Strände nachziehen werden, die Information rausgeben werden, dass man, wenn man dort am Strand sich aufhält, eben halt keinen Immunausweis oder Schutzausweis braucht. In dieser Fälle sind ja an der frischen Luft. Ist ja ähnlich quasi dann auch wie ein Restaurant, eine Restaurantterrasse, oder? Also, ja, und dann ist auch noch wichtig zu wissen, dass natürlich die Zahlen, wie viele Leute da rein dürfen, entsprechend geregelt werden, begrenzt werden, dass da nicht zu voll wird. Das gilt natürlich dann auch für die offenen Strände, da wo man nicht bezahlt, entsprechend dann, wie gesagt, ohne Schutzausweis möglich ist. Ist ja mal in der Form dann auch schon mal eine Nachricht bezüglich der Strandbäder. Zumindest Schiofock hat den Anfang gemacht. Aber gehen wir mal davon aus, dass die anderen das auch dann übernehmen, diese Sache. Ja, bleiben wir im Moment beim Touristischen. Da ist ja im Moment so eine Sache. Heute Morgen schießen da wieder so die Nachrichten, die Headlines, dass also wieder schräge Beratergelder und Zuschüsse geflossen sind. Und diesmal von MTÜ, das heißt von der Tourismusorganisation, die hier Berater-Teams haben. Und gerade diese Berater, die haben enorme Zuschüsse für ihre Projekte bekommen. Das hat natürlich so ein bisschen Geschmäckle, würde da der
würde man ja sagen. Und ja, das deckt man gerade so ein bisschen auf. Das geht auch derzeit durch die ungarischen Medien. Und da sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt, denn da sind Gelder in Millionen Forint Höhe geflossen und die regelmäßig teilweise neben ihren Beraterhonoraren halt, wie gesagt, dann auch Zuschüsse, die nicht wieder zurückbezahlt werden müssen, für ihre Projekte erhalten haben. Ist natürlich schade, dass es gerade auch im Tourismus solche Formen dann auch wieder annimmt, denn gerade viele touristische Unternehmen hätten gerade auch diese Gelder benötigt, um über Wasser zu bleiben. Ja, der ein oder andere hat es nicht geschafft. Und dann finde ich das, also ach, ja, also mir geht das so richtig, hier oben steht mir das sowas, dann in so einer Form dann davon zu hören, dass solche Berater, in Anführungszeichen, ich habe mir mal die Liste der Berater angeguckt, ja, da sind also Architekten mit drin. Ich weiß nicht, was der Architekt jetzt letztendlich in touristischen Belangen da an Beraterhonoraren regelmäßig beziehen muss. Natürlich gibt es Projekte, die vielleicht architektonisch dann auch wichtig sind, touristisch, keine Ahnung. Ja, das wissen nur die Experten unter sich, aber ich finde es dann doch schade, dass dann auch hier jetzt wieder solche, ja, Bad News kommen, dass da also auch anscheinend Gelder irgendwo verschleudert wurden für Beraterhonorare und für Dinge, die man hätte mit Sicherheit woanders besser gebrauchen können. Gelder, genau. So, das dazu, und jetzt schauen wir uns ganz kurz an, was los war auf unseren Straßen. In Peach hat ein Fahrer sein Auto ganz besonders abgestellt. Und zwar hat er sein Auto hier in diesem Bach gelandet, oder ist er mit seinem Auto hier gelandet. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Und ihr seht das hier gar nicht so undramatisch, denn das Auto liegt ja mit der Fahrerseite komplett im Wasser. Und hier war die Feuerwehr schnell genug und hat den Fahrer gerettet. Der Fahrer musste ins Krankenhaus, trotzdem spektakulärer Unfall hier in Peach. Und auf der M6 hat es gestern einen schweren Unfall gegeben. Hier hat wohl einer die Betonmarkierung oder Abgrenzung übersehen, ist dann hier auf diese Betonabgrenzung gefahren und der Fahrer wurde eingeklemmt. Zweite Person ebenfalls eingeklemmt, beide Personen schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht worden. Die Fahrbahn, die M6 Richtung Budapest in Höhe bei Szekszárd, wurde komplett gesperrt für circa 2 Stunden. Ja, das war da los gestern auf der M6. Und jetzt würde ich sagen, mein nächstes Blatt Papier hier, ja, Zettelwirtschaft. Und jetzt gehen wir nochmal zum Tourismus. Hier fragt man gerade, wie ist es mit dem weltgrößten Thermalsee in Hevis? Da fällt das ja unter Bad, unter Thermalbad, und die haben ja wiederum eigene Regeln. Da müsste man dann nochmal gezielt nachschauen, wie es dann in dem Thermalbad, weil es ja kein öffentlicher Strand, da ist es ja wahrscheinlich dann doch noch so, dass dieser Schutzausweis gezeigt werden muss. Wenn in Thermalbädern ist das so. Also der Thermalsee Hevis entfällt im Prinzip aus diesen Strandinformationen, die wir jetzt gegeben haben, weil das ja im Prinzip ein Thermalbad erfüllt, ja, oder die Situation eines Thermalbades erfüllt hier. Aber sollte man nochmal genauer nachgucken auf der Internetseite vom Thermalsee in Hevis. Hier haben wir jetzt keine direkten Informationen von Hevis bekommen. Geofog hat das heute Morgen gemeldet. Ja, dann schauen wir uns an, Balaton. Machen wir einen Blick auf den Balaton. Da ist jetzt gerade ja die 175 Jahre Balaton-Schifffahrt und da gibt es eine wunderschöne Fotoausstellung jetzt. Da kann man das so ein bisschen mal nachvollziehen, wie diese 175 Jahre vonstatten gegangen sind, welche Schiffe und wie da die Flotte gewachsen ist und so weiter. Und diese 175-Jahr-Feier, die eigentlich ja schon sein sollte, die wird natürlich nachgeholt mit vielen Aktionen dann auf und um die Schiffe drumherum. Ja. Dann gibt es noch eine Information von der Waldeisenbahn in Gemmensch. Die wird nämlich vom 22. bis 24. Mai ihre Tore öffnen. Und auch zwar das Ökotourismuszentrum in Pörböy. Und da gibt es wunderschöne Dinge, da gibt es Wanderungen, da gibt es Kutschfahrten und da gibt es die Fahrten mit natürlich der Waldeisenbahn und auch die Dampfeisenbahn, die wird da fahren, der Nostalgiezug. Und ja, nur in der Ausstellung, in der geschlossenen Ausstellung braucht ihr einen Immunpass. Alle anderen Dinge sind ohne Immunpass möglich. Und ja, da könnt ihr im Prinzip dann euch austoben,
wie gesagt, in der Waldeisenbahn und in der Dampfeisenbahn. Schöne Sache. Und auch bleiben wir bei der Eisenbahn, denn am Pfingstwochenende, und zwar am Pfingstwochenende fährt der Balaton Intercity mit dem alten Gigant. Ja, und der alte Gigant ist Ungarns stärkste Elektrolok. Also alle zugbegeisterte, lokbegeisterte Menschen, die werden dann, das Herz wird euch höher schlagen, dann mit dieser Lok dann durch Ungarn zu fahren, und zwar der Balaton IC um 6.35 Uhr und um 14.35 Uhr vom Südbahnhof in Budapest ist dieser Nostalgiezug. Und das Schöne ist, dass nicht nur die Lok nostalgisch im Prinzip gestaltet ist hier, sondern auch es wird einen Nostalgie-Speisewagen geben. Da dürfte allerdings nur mit diesem Schutzausweis rein, ist klar, ist ja wie ein Indoor-Restaurant. Aber es wird dort dann angeboten Bohnengulasch, Schweinshaxe und Strudel und weitere nostalgische Gerichte der ungarischen Küche. Also ganz nostalgisch von Budapest zum Beispiel an den Balaton oder wieder zurück von Kestély um 10.48 Uhr oder um 18.48 Uhr mit dem alten Giganten. Also alle Eisenbahnfans, ran an die Sache. So, der Radweg über die Theiß ist Radweg des Jahres. Und wenn ihr mal guckt, an der Theiß entsprechend hier wunderschöne Radwege, die möglich sind hier zu befahren. Und da ist es nicht umsonst, dass dann auch der Radweg über die Theiß, über die Brücke, der Radweg des Jahres geworden ist. Also ihr seht allgemein an der Theiß, am Theißfluss, aber auch am Theißsee wunderschöne Möglichkeiten zum Radfahren. Und ja, da kommt man halt auch wunderbar mit dem Zug hin, denn die Züge haben ja auch mittlerweile dann die Transportwagen da, wo man dann sein Fahrrad mitnehmen kann und bis an den Endort, Zielort dann auch mit dem Zug fahren kann. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns noch an, genau, da gibt es noch eine Meldung aus Debrecen. Bleiben wir in Ostungarn noch, neben dem Theißsee gibt es dann auch noch, ja, Debrecen. Und da ist im Großwald wieder das sogenannte Nebeltheater in Aktion. Das heißt also dort mit entsprechenden Lichteffekten quasi Aufführungen, sobald es dunkler wird, hier wunderschön im Großwald anzusehen. Also wenn ihr da mal ungefähr in der Nähe des Großwaldes seid, in Debrecen, mal einen Abendspaziergang durch diesen Großwald, zum Beispiel neben dem Stadion, ja, da ist dieser Großwald und da gibt es dann diese wunderschönen Lichtelemente und das nennt sich Nebeltheater. Spektakulär, oder? Wunderschön. So, was haben wir sonst noch? Ja, genau. Ich habe eine Sache recherchiert hier und zwar einen wunderschönen Ort, den ich euch gerne nicht vorenthalten möchte. Und zwar schaut euch das mal an hier. Ja, das sind also wunderschöne Ecken hier. Guckt euch das mal an. Das hat doch irgendwie auch, oh, das ist doch hier sensationell, oder? Wunderschöne Gegend. Und zwar habe ich die gefunden in, das ist der Medjaberg. Saros Patak. Genau. Und da gibt es diesen Medjaberg. Wunderschön finde ich den. Schaut euch das mal an. Da drumherum könnt ihr wandern. Da könnt ihr sogar runter bis an das Wasser. Und ich zeige euch das nochmal hier, weil ich das so spektakulär finde. Ja, diese kleinen Krater, die da sind, vollgelaufen mit Wasser. Und das, wie gesagt, ja auch hier oben. Wir sehen das, wo das jetzt gerade ist, ganz eigentlich zwischen Mischkolz und Nierichhasa, würde ich sagen, oberhalb Medjaberg, Saros Patak. Ja, der Nico hat uns heute Morgen schnell noch die Karte vorbereitet. Wenn er also diesen mystischen und wunderschönen Ort auch mal auffindet, also kann man wunderschöne Bilder machen, kann man wunderschön drumherum wandern. Eine abenteuerliche, atemberaubende Naturkulisse, wie ich finde. Also auch solche Orte gibt es, die dann mal ab vom Balaton oder Budapest, wie auch immer. Ich zeige euch nochmal, weil es so schön hier, ja, finde ich. Also sind selten solche Naturformationen hier. Und ja, wenn dann das Wetter noch schön ist, ja, frische Luft, ja, brauchen wir auch keinen Schutzausweis, ja, kannst du einfach wandern, wie du willst. Das ist doch auch schön. So, und dann möchte ich euch noch einen Restaurant-Tipp mit an die Hand geben, ja, weil jetzt haben wir ja bald Pfingsten und dann gucken wir ja auch, was machen wir da so. Und wenn ihr da zum Beispiel in Tihorni unterwegs seid, dann gibt es ein wunderschönes Restaurant. Schaut euch das mal an. Kann man draußen sitzen? Für mich ist es eher so ein Museum. Rek Idok Utvora. Das ist mitten in Tihorni. Da lauft ihr an dem Berg dran vorbei. Das seht ihr da schon.
Und schaut euch das mal an. Das ist quasi wie so ein Museum hier. Also unheimlich schön. Und da kann man wunderbar sitzen und hat eine wunderbare Aussicht, auch hier so zwischen den Häusern. Ja, und auf der anderen Seite ist der Balaton. Und ja, das ist eine schöne Geschichte da. Da kann man echt aus den Tonkrügen trinkt ihr da, ja, auch gutes Essen, ja, alles aus diesem alten Geschirr und du fühlst dich einfach ein bisschen zurückversetzt in der Zeit und schön viel Platz da draußen und wie gesagt, man sitzt hier, guckt euch das an, mitten in diesem, ja, Museum, muss man schon fast sagen. So viele Utensilien hier drumherum und das wäre jetzt mal so ein Tipp für Tihony, schaut euch da mal ein bisschen um. Wie gesagt, wenn ihr die Straße da hochgeht, Richtung der Kirche, Richtung dem Aussichtsplattform zum Balaton, auf der rechten Seite geht das da so runter, so eine kleine Gasse und da findet ihr, ja, diesen Platz, den ich euch gerade gezeigt habe. So, ja, Pfingsten ist übrigens Mühlentag, sagt der Helmut. Der Helmut sagt, das ist Mühlentag. Stimmt, es ist Mühlentag, da sind bestimmt viele Mühlen noch offen. So, dann schaue ich mal an, hole ich euch mal mit dabei hier. Und wir haben noch ein Momentchen Smalltalk angesagt hier. Habe ich was verpasst? Ich dachte, heute ist Grenze Österreich live. Genau, gleich geht's Richtung Grenze Österreich. Ich bin jetzt im Moment noch hier im Studio geblieben. Ja, ich konnte nicht so früh aufstehen, sagen wir mal ganz ehrlich. Ne? Nein, mache mich gleich auf den Weg und heute Mittag werde ich mich dann nochmal live von der Grenze melden, werde euch dann kurz erklären oder erzählen, wie es derzeit ist, wie derzeit die Situation ist, wie lange jetzt da die Grenzzeiten zu erwarten sind, auch in Zukunft. Und ja, genau, das hört ihr dann heute Mittag von mir. Eine genaue Uhrzeit kann ich euch leider noch nicht geben, aber geht man davon mittags aus. Jo. Ja, ich werde heute ein bisschen reisen. Ich werde meine Reise nach Deutschland antreten, um ja, meine Familie mal endlich wieder zu sehen. Meine Familie, meine Mama, mein Papa, meine Geschwister, meine Tochter, alle, die ich seit Monaten nicht gesehen habe, die ich jetzt dann mal wieder sehen darf. Und da freue ich mich natürlich riesig drauf. Na, da nehme ich auch die paar Stunden Autofahrt hier jetzt in Kauf. Ja, wird nicht geflogen, wird diesmal mit dem Auto gefahren. Und ja, da freue ich mich riesig drüber. So, ja, Proviant ist auch schon gepackt. Ja, hier haben wir ordentlich, ja, dass mir auch nicht hungrig wird zwischendurch. Ja, die Dose mit den Gurken ist schon gepackt, damit ich nicht verhungere auf der Fahrt hier. Ja, ja, okay, bisschen Fleisch nehme ich auch mit. Ja, so ist es ja nicht. Ja, wir sind ja in Ungarn. Ne? Nein, natürlich nicht. War nur Spaß. Ja, das ist so eine typische Grillaktion hier in Ungarn. Ja, da gibt es jede Menge Kolbas und andere Fleischsorten, wie ihr hier seht. Ja, so eine kleine Erinnerung an die wunderschönen Events, die immer stattfinden. Dann, ne? Wenn ein Event stattfindet, da gibt es ja auch immer viel zu essen irgendwann. Ja, ob das jetzt nun ein Kesselfest ist oder ein Grillfest, wie auch immer, da verhungert ihr nie. Never. So, ich nehme noch einen ordentlichen Schluck. Man wünscht mir eine gute Fahrt. Das ist doch sehr lieb von euch. Und wie gesagt, wir sehen uns zwischendurch ja noch. Erzähle ich euch ein bisschen was über den Grenzübergang. Und ja, genau, eins wollte ich euch noch erzählen. Gestern nochmal selbst erlebt. Es gibt ja immer noch die Diskussion mit diesem Immunpass. Und wie geht das nun wirklich? Dann hat man zwischendurch dieses digitale Tor aufgemacht. Dann hieß es, ihr müsst euch da anmelden. Hier in Jöhr hat man das auch nochmal gesagt. Nein, du musst dich da anmelden, dann funktioniert das. Hat alles nicht so funktioniert. Und die ganze Situation ist chaotisch teilweise. Und dann hat man in anderen Komitaten wiederum gesagt, nein, wenn du als Ausländer dieses Ding haben willst, dann musst du persönlich nochmal zu dem Bürgeramt in den Rathäusern dann meistens ja zu finden, gehen und dann dich nochmal persönlich da eintragen lassen, weil die brauchen unbedingt deine Personalausweisnummer und so weiter und so fort. Und habe ich gesagt, ja, aber so ist es dann in der Tat gestern selber gewesen. Ich bin selber dann doch nochmal dahin gegangen und dann hat man gesagt, naja, sie sind überhaupt nicht gemeldet hier. Also mit der digitalen Geschichte funktioniert das gar nicht. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Obwohl wir das korrekt gemacht haben, hier mit mehreren Leuten und hin und her. Also ging nicht. Man muss sich tatsächlich doch nochmal persönlich da melden. Jetzt bekomme ich diesen Ausweis, ja,
hoffentlich, angeblich in 10 Tagen hier zu mir zugestellt. Also, ich werde euch natürlich sofort informieren, wenn ich diesen Ausweis habe, aber geht wirklich mal davon aus, geht auf Nummer sicher. Ich habe das auch vielen Leuten immer wieder geschrieben, die mich gefragt haben, wie ist es, geht besser selber dahin, nehmt alle Unterlagen mit, ja, eure Nachweise, da ihr die Krankheit hattet oder eure Impfnachweise oder Antikörpernachweis, wie auch immer, müsst ihr alles mitnehmen und vor allen Dingen dann entsprechend auch eure, euren Ausweis, euren Personalausweis und natürlich Adresskarte etc. pp. Also alles müsst ihr mitnehmen, persönlich hingehen, dann soll das dann doch besser klappen. Ich bin gespannt. Gestern, wie gesagt, hat man mir zugesagt, dass jetzt alles auf dem Weg sei und dass ich jetzt auch als Ausländer meinen Immunpass hier für Ungarn bekomme. Ich glaube es erst dann, wenn ich ihn in der Hand habe. Also bis dahin bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das Ganze funktioniert. Das Ganze durcheinander hier. So, gute Fahrt wünscht man mir immer noch, ist ja wunderbar. Grüß mir das Sauerland und Meinerzhagen. Ja, Meinerzhagen ist gar nicht so weit weg von Gummersbach. Ja, ich werde hier nach Gummersbach kommen. Ich werde nächste Woche dann wieder zurückkommen. Ja, so, nach Pfingsten dann wieder zurück nach Hungary. Und zwischendurch seht ihr uns natürlich am Freitag auch live in der Muppet Show, dann mit getrennten Bildschirmen. Dann sitzen wir ein bisschen weiter voneinander weg, aber trotzdem sind wir da für euch am Freitag. Und morgen seht ihr dann den Nico, der euch dann mit ungarischen News bespaßt. Und morgen vielleicht schon eine Information über die Info, wie sieht es denn mit der Grenze aus. Ich bin dann gespannt. Dann komme ich ja auch wieder zurück und dann kann ich euch auch wieder live berichten, wie es dann nun wirklich ist. Vielleicht mit offener Grenze. Ja? Das wäre natürlich der Hammer. Ne? Das wäre natürlich der Kracher. Wie lange fährst du nach Hause? Ja, ich fahre circa eine Woche nach Hause. Bin bis nächste Woche in Deutschland. Ja, und zwischendurch melde ich mich auch mal aus unserem deutschen Studio. Ja, dann könnt ihr auch mal die deutsche Variante der virtuellen Kaffeetasse sehen. Ja, das machen wir schon. Da kriegen wir schon alles hin. Und ja, hier schreibt man zum Beispiel gerade auf YouTube, dass nach einer Woche, nachdem man auf dem Amt war, dann doch der Ausweis kam. Ich bin dann auch natürlich jetzt gut gestimmt. Hoffentlich klappt das. Das wäre ja der Hammer. Offene Grenze wäre auch der Hammer. Ne? Das wäre der Burner. Würde ich sagen. Das wäre echt der Burner. Ja, und dann kriegen wir dann auch noch irgendwie hin mit diesem ganzen Ausweis-Gedäh. So, ich würde sagen, jetzt haben wir 9.56 Uhr. Normal könnten wir noch ein bisschen klönen. Ich habe auch kein Bild mehr für euch oder so. Das ist natürlich schlecht jetzt hier. Jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken bis 10 Uhr. Oder ihr erzählt mir noch ein bisschen was Interessantes hier. Ja, hier hat sich auch einer die App runtergeladen und habe jetzt meinen Nachweis auf dem Telefon. Ja, also ich vertraue dieser Digitalisierung im Moment überhaupt nicht, weil das hat jetzt so gar nicht funktioniert mit diesem Tor. Ich war gar nicht registriert. Und übrigens auch interessant, das Krankenhaus hatte meine Erkrankung gar nicht weitergeleitet. Also so viel zu den Zahlen. Ne? Also ich bin im Prinzip nicht in der Statistik drin, weil man hat mich vergessen. Ja, also ich war eigentlich nicht krank. Ja, musste man jetzt auch wieder ändern, weil ich hatte es ja schwarz auf weiß, dass ich das hatte. Ich war ja auch im Krankenhaus. Aber Krankenhaus hat das nicht weitergegeben, dem Gesundheitsamt. Und damit hängen dann auch hier und da die Zahlen. Ich mache eine Riesenparty, wenn es offene Grenzen gibt, die Anja. Ja, Anja, ich hoffe, du lädst uns ein zu deiner Party. Ja, denn das, da würden wir natürlich auch gerne mitmachen. Ne? Party ist immer gut. Eine Grenzparty. Gut. Ja, hier ist nochmal das ungarische Wort. Die Angelika auf Facebook hat mich dran erinnert. Ja, weil ich heute zu meiner Familie fahre, habe ich gedacht, wir lernen heute mal das Wort Familie. Und das heißt Czolat. Czolat, Familie. Ja, ist doch ganz einfach. Czolat. Das ist die Familie. Ja, haben wir heute das familiäre Wort gelernt. Das Wort, genau. Ich muss immer jetzt auch gleich sagen, genau, hier fragt man schon, wo feiert Anja ihre Party? Anja, muss aufpassen, es sind einige Leute dabei. Wenn du einlädst, dann rappelt es im Karton. So, genau, da haben wir das Wort auch hier und jetzt siehe da, jetzt haben wir auch gleich schon 10 Uhr, haben wir die Zeit rumgekriegt. Ah, ich habe noch ein schönes Bild für euch und zwar am Balaton öfters immer diese großen Rallyes und da war eine Skoda-Rallye und da habe ich das Auto gefunden hier. Guckt euch das mal an. Die Volkspolizei war dabei. Skoda Rally rund um den Balaton. Und das ist jetzt schon ein bisschen her. Aber dieses Bild habe ich heute Morgen irgendwie, ist mir das da rausgerutscht hier.
Finde ich cool. Und diese Rallyes gibt es ja regelmäßig und hoffentlich auch dieses Jahr dann mal wieder. Charlotte, wollen wir im Juni hin? Ja, genau, zur Familie. Gut, dann würde ich sagen, man wünscht uns und dem ganzen Kaffeetassenteam herzliche Dank für die Infos. Sehr gerne, machen wir sehr gerne jeden Morgen. Manchmal ist es ein bisschen knapper und manchmal geht es ein bisschen ausführlicher. Das ist nun mal so manchmal, ne? Da muss man ein bisschen gucken. Manchmal sind wir ein bisschen schneller damit fertig. Manchmal machen wir eine Überziehung. Und wenn wir dann am Freitag wieder zusammen da sind, dann wird es bestimmt wieder länger. Ne? Haben wir ja meistens, haben wir mehr zu erzählen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann heute Mittag nochmal von der österreichischen Grenze. Und dann machen wir kurz einen Stand der Dinge da. Und dann seht ihr morgen dann hier den Nico. Ich habe morgen frei, ich habe morgen Urlaub. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und kommt. Lass uns noch eben den letzten Schluck zusammennehmen hier. Damit können wir doch in den Tag starten.